Obwohl Amsterdam eher für den soften Techno steht, findet hier regelmäßig einer der größten und beliebtesten Gabber-Events statt, der Hellraiser Rave. The Hellraiser rave started 4 years ago, very underground in old warehouses in the industrial area around Amsterdam. At that time we started with about 1,000 people and now we're around 10, 11. Definitely not human. Wir sind bei vielen Hausparty am Snachts rein gewesen. Die Leute, die werden in Trance geführt, sagt das richtig? Wir wissen ganz sicher vor 100%, dass die Hausmusik, was jetzt über die ganze Welt geht, dass es ist von dem Gegenstandard von Gott. Es ist vom Teufel, vom Satan. Und die Leute, die sagen das auch selbst. Gilt das jetzt nur für Techno-Musik oder gilt das auch für Rock'n'Roll oder Popmusik oder Heavy Metal, die mit den langen Haaren? Gilt das alles fürs Gleiche? Das glaube ich auch. Für Heavy, nicht alle Popmusik ist gefährlich, aber Heavy Metal, das ist auch von die, das kommt aus die gleiche Bronne. Verstehen Sie das? Es kommt aus die gleiche Bronne. Es kommt aus die Darkness. I don't want it in my body. It does look aggressive. It does. I mean, you see people like pulling faces, like you don't believe it. You know, it's like it's a little bit. You can get afraid of that. But it's like if you are longer on a rave, you can see that people express themselves, but not against you, but against the music. They express themselves like they show you their energy. You have like shaved people, but it's nothing to do with Nazis. Nothing. We don't like that. I mean, we are a part of the house community, and it's a different way. It's a hard way, but we dislike a racism or whatsoever. Like everybody, you know, it's like it's house. It's not a fascist a music kind of way. The fact that Gabber House exists is probably because of Rotterdam, because it's an industrial area. It's like, I think more or less because of that. It's because it existed in Rotterdam and it came all over Holland. Gabber heißt? mein Freund. Gabbertje. Freund, ja. Gabber, ja, das ist die harte Haus. Hè? Ja, doch. Die ganze Welt weiß, Gabber kommt aus Rotterdam. Deswegen sitze ich hier in Rotterdam. Und bei Gabber denken alle an Paul Elstak. Und den besuchen wir jetzt gleich. Du giltst ja als Erfinder der Gabber-Musik hier in Rotterdam. Ist das richtig?
Ja. Wie kam das zustande? Ja, so jetzt ungefähr 2,5 Jahre her, dass wir die erste Release auf Rotterdam Records herausgebracht haben. Das war die Euromasters mit Amsterdam, waar ligt dat dan? Wie ongeveer Amsterdam, waar is het dan? Dat was in de tijd dat ja, jeder gezegd had, ja, hardcore. Dat is, ja, dat is dood en dat kauft niemand meer, niemand maakt het meer. En het zijn eigenlijk nur die Leute geweest die zelfs geen hardcore mögen. Die hebben dat gezegd, ook op Fernsehen, überall. En dat waren hauptsächlich damals die Leute aus, aus Amsterdam. Waarom is Gabber gerade in Holland zo beliebt? Ik meine, dieses schnelle, harte. Ja. Also gerade mal in Rotterdam. Ja, in Rotterdam hat es angefangen. Ja, die Rotterdam hatte nur eigentlich noch nichts. Und ja, jetzt ist etwas von was von uns ist, also wir mal, das ist von uns und dann ja, wird es ganz populär. Paul, kannst du Melanie mal fragen, wie sie Gabba findet? Nou, ik vind die muziek van papa, vind je dat mooi? Papa maakt. Niks. Hast du dann so jemanden, der dich beeinflusst in deinem Stil? Oder kommt das alles so von dir? Früher, ja, wer hat mich beeinflusst? Ja, am Anfang eigentlich Leute wie ja, David May, Kevin Sanderson. Wenn ich die erste Techno, Detroit Techno Sachen hörte, war ich, fand ich das sehr gut. Aber das war sehr wichtig aufzulegen, schwierig aufzulegen. Und ja, Rotterdam ist, ganz, ist eine Werkstatt, es ist nur Arbeiter und Leute arbeiten im Hafen. Und ist, ja, Rotterdam ist immer härter gewesen mit Musik. Läuft hier in Rotterdam eigentlich irgendetwas anderes außer Gabber? In Rotterdam gibt es eigentlich nur etwas anderes als Gabber. Also es wird in den Clubs wird gar kein Gabber gespielt, nirgends. Gar kein Gabber? Ja, es gibt nur einen Club in Rotterdam, aber die spielen nur die letzten Stunden, richtig Gabber, aber seit kurz, weil die haben, ja, es ist nur seit ein paar Monaten, dass sie das machen, aber nur Gabber gibt es nur in, auf die großen Raves. Ich bekomme ganz viele Tapes. Jeden Tag kommen Leute und ja, das höre ich mich an und vielleicht ein in 100 Tapes finde ich dann gut. Und dann sage ich noch, ja, das muss ein bisschen ändern, ändern. Und dann nach 4, 5 Mal ist es, ja, dann ist es gut. Und dann bringe ich es raus. Das ist auch mit der Neophyte, die sind 4, 5 Mal gekommen und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist es gut. Und die haben sich entwickelt, die sind immer besser, besser geworden. Und die machen jetzt, finde ich, eine der besten richtige Gabber-Sachen, die harte Sachen, machen sie eine der besten Sachen. Jetzt. Carrera in Rotterdam, einem Hausclub. Hier in diesen Räumen hat Paul Elstak seine DJ-Karriere vor vielen, vielen Jahren begonnen. Jetzt sitzt Neophyte um mich herum. Wie seid ihr eigentlich zu Paul Elstak gekommen? Na, wir sind zu Paul Elstak gekommen mit einem Tape. Wir machten zu Hause Musik auf unserer Amiga beim Danny im
Wohnzimmer. Und erst sind wir zu Paul gewesen, gegangen mit einem Tape. Und der erste Mal hat er gesagt, na, ist ganz schlecht und du musst dies tun. Und er hat uns Rat gegeben. Jetzt neben mir Fabian und Rob von Euromasters. Fabian, wie seid ihr so zu Paul Elzer gekommen? I saw him in the store. He works at the store and I saw him. I bought all his records and well, we talked a little bit and well, we went on further on and became friends. Just a little bit, yeah. Bring it on down. Skyline von Rotterdam. Rechts von mir Mental Dio, links von mir Charlie Lownoise. Ihr beide kommt eigentlich nicht aus Rotterdam, oder? Nee, wir kommen nicht aus Rotterdam. Woher kommst du? Ich komme aus dem Süden von Holland, das ist in der Nähe von Eindhoven. Und du? Ich komme aus Den Haag, wo das nur Hacken gibt. Hacken gibt's? Hacken. Wie kommt ihr, in welcher Verbindung steht ihr zu Rotterdam? Warum denken alle, ihr seid aus Rotterdam? Ich bin angefangen mit DJs aus Rotterdam, auch habe aufgelegt hier. Und da haben sie alle geglaubt, dass sie aus Rotterdam kamen. Auch die Sound, die wir machen, war richtig hart, richtig die Sound. Und da sagen halt Leute, oh, die kommen von Rotterdam. Wann hat das eigentlich alles angefangen mit der Gabba-Musik mit euch beiden? Wann das richtig angefangen hat, das war, wir hatten eine Idee über eine Platte, das war mit den Sounds von ECDC. Mhm. Haben wir eine Platte gemacht, das war eigentlich die erste Platte, die wir zusammen gemacht haben. Und das war A Whole Lot of Low Noise. Aha. Und das war so eine richtige harte Platte, 190 und nur Gitarren und weißt du was, das war so hart. Aber diese Platte war ein kleines Hitchen in Amerika, in die Techno-Clubs, weißt du? Aha. Wie arbeitet ihr im Studio? Ihr zusammen? Ja, immer zusammen. Jeder kann die Instrumente bedienen? Ja. Wir haben zwei Studios. Ja. Eins ist in Den Haag, das ist an meine Hause. Ja. Und eins ist am Theos Hause. Und Theo, bedenkst du mal etwas? Aha. Ja, weißt du? Dann machen wir und dann rufe ich ihm an, Charlie, ich habe eine Idee. Hör mal, das geht so. Am Telefon. Und dann weiß er. Setzt er sich hin und macht das. Ja, dann mach ich mir so. Ich komme morgen nach dir, ja, okay. Und dann hat er etwas gemacht und dann sage ich, oh, mach das so. Und dann sagt er, oh, mach das so. Ja, wir machen das so. Wir machen immer alles zusammen. Wie hat sich die Techno-Szene momentan in Holland entwickelt? Das hat sich ja einiges verändert, ne? Viel verändert. Wenn das alles angefangen hat, das war zwei, drei Jahre zurück, war das richtige Gabo-Musik, aber nicht so schnell, 140, 150, war richtig schön, aber nachgegeben ist immer schneller, 150, 60, 80, letztes Jahr war das über 200. Das war nur... Wie haben die getanzt, die Leute? Du kannst es so gut, zeig uns mal. Die Leute in Holland tanzen immer so, dann haben sie immer ein Kleidchen, weißt du, so geile Haare auf das Kopf und dann weißt du... und, das ist immer so, es geht ganz schnell und das... Mental Theo. Oh ja, so geht es. Ich darf nicht so, ich bin mehr romantisch. Danke. Du kommst ja aus der Nähe von Eindhoven. Kennst du jemanden in Eindhoven eigentlich? Nee. Ja, doch. Es sind nicht viele großen DJs in Holland und auch nicht viele Frauen-DJs machen, aber das eine, das heißt Saskia. Hat ein eigenes Plattenlabel, das ist Jackstrap Records, oder das ist die einzige Mädchen in Holland, was auflegt.